hier mit dem Kreuzarbeiter. Ganz schief, ja, an Bauch und bitte schon kombiniere eure Klima. Guter Balance, ja, Rücken ist gerade und bitte schon kombiniere eure Schiff. Start. Der Start, der Bein für diese. Okay, wir fertig gemacht, Sprint, Akrobatik. Dann Akrobatik, Leute. Alle, was haben Sie gesehen? Alle Übungen, bitte. Rolling, Rod, alle, was haben Sie gelernt? Bitte schon. Start. Bitte schon. Ja, eine gute Balance. Balance ist sehr wichtig. Делай шаги постоянно. Хорошо. Ставь акцент на подушке. Я фактически имею в виду не только ручной сустав. Локоточки. Хангелинг. Это тоже считается сустав. Вот где есть движение, это называется сустав. То же самое. Вот колено и ахилла. Это называется сустав. Естественно, благодаря нашим движениям, которые мы будем делать, он будет падать. Байкингу я держу дистанцию. Благодаря клинчу я делаю броски. Ja, Clinch ist eben sehr wichtig, damit kann man den Gegner eben zu Boden bringen. Mit Schlägen, Abwehr, tut man Abwehr oder teilweise auf Distanz gehen. И освободиться от захвата, короче. Also Nummer 1 probiert eben an die Gelenke zu kommen, an den Gegner, um ihn halt hinzuschmeißen, auf den Boden zu bekommen. Und Nummer 2 tut halt eben alles möglich, um das abzuwehren. Alle Hände weg, Beine weg, alle Angriffe konnten. Ihr dummst mal gerade. Meine Ziel. Balance, ja? Aha. Haben Sie gesehen? Haben Sie gesehen. Ja, допустим, 7 берет. Сустав руки, да? Да, второй сустав, шею так вот. А я задача постоянно. Вот так, дистанция. И на ногах стоять. На ногах. Я сейчас борюсь. Клинч. Дистанция, клинч. Дистанция, клинч. И молодо. Отбор, не поделись, убито, отбор. Hey!
bewegen. Alle 2 Minuten Partnerwechsel, jeweils 2 Minuten ringen. Und bisschen zurück. Ja, Ilja, Start. Jawohl, bravo. Das ist eine Linie. Стали. Да, вот. Зан! Вот двое кампы. Я. Кевин, опять подаешься, Кевин. Свою работу делай, Кевин. Вот так, Кевин. Молодец, ну, супер, ногой. Да, локоть. Заводи локоть. Все, Оля, ты, если я вес делаю, то я запишу. Вот, мотай, дьявол. Дай надо, дьявол, браво. Im Ring sind wir keine Brüder, aber im echten Leben sind wir Brüder. Aber im Ring, da kenne ich ihn, kennen unsere Eltern nicht mal. Was ist das Härteste an MMA? Kopfsache. Also. Wann hast du mit MMA angefangen? Vor knapp einem Jahr. Was hat MMA an dir verändert am meisten? Selbstbewusstsein und ja, ich sag jetzt mal inneren Frieden. Unser Trainer, ihr werdet niemals einen besseren finden. Weil das Wichtigste bei uns im Verein ist, dass wir alle wie eine Familie zusammenhalten. Bei uns kommt keiner mit Wut, Aggression oder irgendwelchen persönlichen Problemen. Das kann man außerhalb kleben, aber im Training sind wir alle wie eine Familie. Das halten alle zusammen. Okay. Равновесие, ну, дистанция и равновесие, ну, контролирует нашего партнера постоянно, по идее. Das Wichtigste ist, wie immer, dass ihr die Distanz haltet. Dass ihr den Gegner kontrolliert mit euren Schlägen, mit den Pratzen, immer auf Abstand, auf näheren Abstand auseinandergehen. Почему дистанция? Потому что после дистанции идет автоматически, что идет? Идет захват и перевод в партнер. Идет клинч и перевод в партнер. Also die Distanz ist deshalb wichtig, weil nach der Distanz kommt ihr in den Clinch und dann in den Takedown. Поэтому наша задача сейчас очень важно научить играть дистанцию. Как это все происходит? Допустим, например, человек держит працы, да? Естественно, как бы номер один делает працы и постоянно после каждого движения он делает один удар или рукой, или ногой. Моя задача быстро реагировать. Also derjenige, der die Pratzen hält, muss jetzt nach jedem Schlag muss einmal einen Angriff versuchen, damit wir lernen, auf Abstand zu gehen und uns zu verteidigen. Ни в коем случае не ждать удар. А реагировать. Когда я говорю реагировать, или уйти от удара, или блокировать его. Wir sollen niemals den Schlag empfangen, also niemals Hände zumachen, Kopf zumachen und einfach die Schläge einfangen. Entweder blocken oder ausweichen. Die Stand oder nein?
nicht starke. Ja? Kein Problem. Bum, bum. Ohne Kind, oder? Ohne Kind.